Derselbe Preis, aber weniger Inhalt. Naja, das ist schon unfair. Derselbe Preis bei minderer Qualität. Ja klar, das ist Mogel. Logisch. Oder der Klassiker, mehr Schein als drin sein. Da kommt man sich schon ein bisschen verarscht vor. So viele wie jetzt gab es noch nie. Mogelpackungen lauern in fast jedem Regal und ziehen den Verbrauchern das Geld aus der Tasche. Wir machen einen kleinen Test. Zweimal das gleiche Produkt, aber mit unterschiedlichem Inhalt. Wem fällt hier was auf? Jetzt muss ich genau schauen, ob es da überhaupt einen Unterschied gibt. Er hat nicht mal so einen minimalen Unterschied von der Größe. Es ist ja genau die gleiche Verpackung. Wenn man den Vergleich nicht hat, dann wird man das nicht merken. Ja, also mir wäre es nicht so aufgefallen. Ich sehe tatsächlich keinen Unterschied. Und dann rechne ich auch damit, dass die uns abmogeln wollen. Zu Recht? Das fragen wir Armin Wallet. Der Verbraucherschützer sammelt seit Jahren Produkte, bei denen es durch veränderte Packungsgrößen zu versteckten Preiserhöhungen kommt. Man darf sich vorstellen, dass im Supermarkt ja nichts zufällig passiert. Ja? Und wenn man sich die Packungen genau anguckt, so wie wir das machen, dann kann man schon eine Strategie dahinter erkennen. Ja? Und dabei zeigen sich die Hersteller durchaus erfinderisch. Hier ein kleines Best-of der Tricks. Der Shrinkflation-Trick. Zweimal Joghurtgums, dieselbe Tütengröße, dasselbe Design. Aber statt 200 jetzt nur noch 175 Gramm. Oh ja! Macht 14% Aufpreis für den Verbraucher. So kann man halt die Kunden echt einfach auch hinters Licht führen, ohne dass man es direkt merkt. Der Sammelpackungstrick. Früher waren in dieser großen Verpackung 4 große Eis. Jetzt in der neuen kleinen Verpackung 3 kleine Eis. Nur der Preis ist gleich, macht eine versteckte Preiserhöhung von 63%. Nicht so schön. Der Markenwechseltrick. Der Hersteller Mondelez verkauft seine Bake Rolls jetzt nicht mehr unter der Marke 7 Days, sondern unter Tuck. Neue Marke, weniger Inhalt, höherer Preis, macht satte 127% Aufschlag für den Verbraucher. Verarsche ich selber. Also die kleine Packung kaufe ich nicht mehr. Am unauffälligsten ist aber wohl der Skimflation-Trick. Hier werden teure Zutaten durch günstigere ersetzt. So waren im Granini-Saft früher 30% Mangomark, heute sind es nur noch 24%. Gleiche Literanzahl, gleiche Flasche und dann musst du schon Privatdetektiv gefühlt sein, damit man sehen kann, was der Unterschied ist. Über 1000 Produkte hat die Verbraucherzentrale 2024 als Mogelpackung gelistet. Allein im vergangenen Jahr sind über 100 neue dazugekommen, so viele wie noch nie. Warum ist die Zahl der Mogelpackungen so stark angestiegen? Armin Wallets Vermutung? Einerseits gibt es natürlich einen gewissen Preisdruck. Viele Dinge sind teurer geworden, die Energie zum Teil auch die Rohstoffe. Und da war im letzten Jahr einfach auch die Möglichkeit da, hier richtig zuzuschlagen und dann möglichst noch versteckt, weil man ja auf den ersten Blick das gar nicht erkennt. Und das war die Methode der Wahl, um hier möglichst eine hohe Marge rauszuholen, ohne die Verbraucher besonders aufzuschrecken. Mehr Inhalt vortäuschen als drin ist, ist allerdings verboten. In der Packung Sanella-Margarine waren von heute auf morgen 400 statt 500 Gramm. Dagegen hat die Verbraucherzentrale geklagt. Die Kriterien waren, dass es wirklich der identische Becher ist. Auch die Aufmachung hat sich nicht verändert. Mhm. Sie sehen hier keinen Unterschied. Der einzige Unterschied ist tatsächlich, dass die Füllmenge 400 Gramm statt 500 Gramm drauf ist. Ja. Auch wenn es draufsteht, für den Verbraucher ist das allein nicht genug Information. Ja, da würde ich denken, es sind 500 Gramm, wie immer. Wann merkst du das? Stell ich zu Hause fest, wenn ich anfange zu backen und vielleicht noch mal losrennen muss, weil es nicht reicht. Als Verbraucher weiß ich ja, okay, ich kann auch drauf gucken, wie viel war davor drin, kann das vergleichen. Aber kannst du das? Wenn ich weiß, wie viel davor drin war, ja. Aber das weiß ich ja oft nicht. Weil es das alte Produkt in dem Sinne ja so nicht mehr gibt. Wenn so ein Sortimentwechsel ist, werden die ja rausgenommen, damit es eben nicht so auffällt. Wir fahren nach Berlin. Hier in der Hauptstadt sitzen die Vertreter von Herstellern und Händlern. Wir wollen wissen, wie sie zu Mogelpackungen stehen. Beim Verband der Lebensmittelhersteller erfahren wir, dass die Branche selbst nicht von Mogeln spricht.
Es gibt eine Nettofüllmenge, das ist eine Pflichtangabe, die ist auf jeder Verpackung drauf. Es gibt die Grundpreisangabe, die ist am Regal erkennbar. Also das zusammengenommen weist ja aus oder lässt den Verbraucher erkennen, wie viel Inhalt bekomme ich zu welchem Preis und hat sich da etwas geändert. Aber kann man wirklich von den Verbrauchern erwarten, dass sie ja, 2000 Artikel im Discounter bis zu 14.000 Artikel im Supermarkt, dass sie da die Preise, die Grundpreise auswendig kennen? Sie müssen sie nicht auswendig kennen, sie erfahren sie ja am Regal oder den jeweiligen Grundpreis erfahren sie. Den neuen, aber den was neuen. Ist mit dem alten, ganz, um ihn zu vergleichen? Ganz genau, das müssten sie dann vergleichen, aber wenn es Verbraucher sind, die gewohnt sind, ein bestimmtes Produkt zu kaufen, dann gehe ich davon aus, dass sie auch einen üblichen Preis im Hinterkopf haben und eine Änderung erkennen. Das ist unrealistisch, gerade wenn es irgendwie voll ist und man irgendwie schnell was braucht und so und man hat immer dasselbe Produkt gekauft und auf einmal ändert sich das, da guckt dann keiner mehr drauf. Wenn ich das jedes Mal immer mache, dann brauche ich ja 10 Stunden im Einkaufsladen. Also da wird man wirklich, ist man machtlos ausgeliefert. Die Hersteller sehen also keine Mogelei und somit keinen Handlungsbedarf. Und der Handel? Tja, der fühlt sich den Herstellern quasi ausgeliefert. Der Lebensmittelhandel hat überhaupt kein Interesse an Mogelpackungen. Wir wollen ja Verbraucher, die auch jeden Tag wiederkommen, die auch eine Wertschätzung und auch ein Vertrauen natürlich zum Lebensmitteleinzelhandel aufbauen, was auch übrigens auch da ist. Das heißt, es gibt harte Verhandlungen mit der Industrie und der Einfluss des Handels ist natürlich trotzdem, gerade was die Packungsgrößen und Füllmengen anbetrifft, auch nur relativ da. Und warum weist der Händler dann nicht auf die reduzierte Füllmenge hin? Das ist ein Punkt, der auch schon diskutiert wurde. Die Unternehmen müssen natürlich entscheiden, ob sie das machen wollen. Es gibt einzelne Unternehmen, die diesen Weg schon gegangen sind. Aber nochmals, das ist natürlich auch eine Entscheidung im Wettbewerb der Unternehmen, sich zu differenzieren und auf solche Dinge hinzuweisen. Und auch zu überlegen, kaufe ich als Händler solche Produkte bei der Markenartikelindustrie ein oder verzichte ich auch darauf? Der Händler könnte am Preis schrauben, aber nur auf eigene Kosten, sagt sie. Katharina Weber ist Verhandlungsberaterin und nach ihrer Erfahrung sind Mogelpackungen für Hersteller und Händler von Vorteil. Die Mogelpackung ist definitiv meines Erachtens ausgelöst oder identifiziert, gestartet durch den Hersteller. Warum? Entweder aus Not oder strategisch. Aber natürlich hat auch der Händler was davon. Theoretisch könnte mehr von dem Produkt verkauft werden, weil zum Beispiel ja dann einfach die Menge sich etwas reduziert und eine Familie will wahrscheinlich genauso viel essen. Und es ist die einzige Möglichkeit, überhaupt Preise anzupassen, weil der Endpreis, der Regalpreis anzupassen, das ist wirklich schwierig. Denn das fällt dem Kunden auf und führt direkt dazu, dass er das Produkt weniger kauft. Einen ganz anderen Weg hat Frosta gewählt. Transparenz. Die Firma hat die Preiserhöhung ihrer Kräuter erst auf Social Media angekündigt und begründet und dann, nach Rücksprache mit der Verbraucherzentrale, auch auf der Verpackung vermerkt. Eins machen wir mit Sicherheit nicht, wir mogeln nicht. Bisher, wir sind jetzt seit knapp 3 Monaten, findet man diese Verpackung in den Märkten. Ist die Resonanz gut? Ich sage jetzt mal neutral. Wir sehen noch keine Rückgänge bei diesen einzelnen Artikeln. Aber das sage ich jetzt. Bei uns war es wichtig, dass wir da für Klarheit sorgen. Das ist für mich die Transparenz, die ich brauche, ja. Das finde ich gut. Dafür kämpft Armin Vallée seit Jahren. Im Fall von Sanella konnte der Verbraucherschützer jetzt einen Erfolg erzielen. Der Hersteller wurde vom Landgericht verurteilt, mit einem Hinweis auf der Verpackung die Kunden 3 Monate lang über den geringeren Inhalt zu informieren. Allerdings ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Für den Verbraucherschutz trotzdem ein wichtiger Etappensieg. Und was können die Kunden tun? Beim Einkaufen ganz genau hinschauen und Mogelpackungen melden. Zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale.